Solange es den Menschen gibt, so lang ist auch seine kulinarische Geschichte. Prinzipiell hat es in der Steinzeit schon angefangen, am offenen Feuer. Heute gibt es viel aus dieser kulinarischen Geschichte zu zeigen. Das Küchenmuseum in Hannover macht das seit mehr als 10 Jahren. Das WOK, das World of Kitchen Küchenmuseum, ist einmalig in ganz Europa. Es gibt nichts Vergleichbares. Im Museum ist auch eine Kochschule für Jung und Alt zu finden, sowie die größte öffentliche Kochbuchsammlung Deutschlands. Also wir konnten bis heute nicht feststellen, dass es irgendwo auf der Welt noch ein Küchenmuseum gibt und freuen uns deshalb, dass wir über die Vielzahl der Küchen, die wir haben, so viele Besucher nach Hannover locken können. In 50 ausgestellten Küchen zeigen sich die unterschiedlichen Küchen- und Kochtraditionen vieler Regionen und Länder. Außerdem auch Veränderungen im Laufe der Zeit. Die Geschichte dieser Kochkunst reicht hier von der Neuzeit bis zurück ins Mittelalter. Im Mittelalter hat man schon gekocht, aber man hatte nicht so die Gewürze zur Verfügung. Salz war ja teuer, kam viel später erst, ne, dass man damit arbeiten konnte. Ausgefeilte Rezepte gibt es damals zwar noch nicht, dafür entstehen hier pfiffige Redewendungen, die heute noch in aller Munde sind. Leg mal einen Zahn zu. Wir haben hier die Kesselsäge und wenn ich jetzt hier zum Beispiel den Topf etwas näher, tiefer stelle, dann kommt der Topf näher ins Feuer und kocht schneller. Oder da beißt die Maus keinen Faden ab. Da sind schnell mal die Mäuse oben am Balken entlang gelaufen, haben den Faden durchtrennt und dann fiel die Wurst zu Boden. Eigentlich soll sie aber lieber tropfen, nämlich ins Fettnäpfchen. Nicht ins Fettnäpfchen treten. Wenn solche Würste jetzt tropften, dann ging das unten in so eine Schale. Und dieses Fett war sehr wertvoll, das wurde wieder aufbewahrt. Und Einspruch ist bis heute in Kneipen angesagt. Und wenn jetzt die Leute im Gasthaus waren, dann hatte man natürlich nicht so viele Gläser und sowas wie heute zur Verfügung, sondern dann saßen die Gäste da und dann hieß es nicht lang schnacken, Kopf in den Nacken und dann 21, 22, 23. Nicht ganz so unkompliziert ist die Wasserversorgung. Dafür gibt es lange Zeit einen eigenen Berufsstand. Fließendes Wasser, 1900, in den Arbeitervierteln gab es noch kein fließendes Wasser. Da gab es diese klassischen Wasserträger, die hatten dann hier dieses Holz auf dem Rücken. Und dann wurden dann hier in solchen schweren hölzernen Eimern, die mit Pech ausgestrichen waren, wurde links und rechts so ein Eimer angehängt und dann wurde das Wasser ins Haus gebracht. Die Entsorgung des Wassers ist dagegen recht einfach gehalten. Hier wurde jetzt zum Beispiel der Abwasch gemacht. Und hinterher hat man die Schüssel einfach nur genommen und hat sie aus dem Fenster in die Gosse geworfen. Und dann lief das sozusagen über die Straße ab, weil es gab ja noch gar keine Abwasserrohre. Doch es gibt vor 150 Jahren auch Erfindungen, die heute aus Energiespargründen auch wieder voll im Trend liegen, wie die Kochkiste. Dann hat man den Ofen einmal kurz angewärmt, hat da zum Beispiel eine Brühe heiß gemacht, hat dann die Kartoffeln oder den Reis reingegeben und das Ganze dann im Topf hier reingestellt. In den einfachen Häusern war es in Stroh gebettet und das Stroh, das konnte man jede Woche einmal nehmen, packte das in den Ofen, hat es verbrannt und hat dann wieder frisches Stroh reingepackt. Und die älteren Herrschaften, das hören wir immer wieder, wissen das noch, Oma hat immer früher den Milchreis und die Kartoffeln ins Bett gepackt und Bettdecke drüber und dann hat das Ganze sozusagen, ist das Ganze fertig gegart und dann konnte es auf den Tisch gebracht werden. Und das mit einem Minimalverbrauch an Heizmaterial. Außerdem ist diese langsame Garung besonders schonend für die Lebensmittel. Es gibt inzwischen Internetseiten, wie man Kochkisten baut und es gibt auch Leute, die mit Kochkisten arbeiten. Durch die Energieprobleme, die wir im Moment haben, überlegen sich der ein oder andere, schmeiße ich dafür den Herd an und koche länger. Und das hatten die Leute vor 100 Jahren auch schon gewusst. Ne? Für jeden Scheit, den ich da reinlege, den habe ich in kalten Tagen zu wenig. Also hat man damit besser gewirtschaftet. Der Kühlschrank setzt sich übrigens erst in den 50er Jahren in Deutschland durch. Vorher lagern die Lebensmittel in der guten alten Speisekammer. Speisekammern wurden immer auf der Nordseite des Hauses im Keller eingebaut. Und da hat man dann immer so um die 6 Grad Temperatur. Und hier konnten alle Lebensmittel aufbewahrt werden. Wurst baumelt mittlerweile an der sogenannten Wurstkrone, die Mäuse nicht mehr durchbeißen können. Und auch die Eier sind in einem Schränkchen vor Nahrungskonkurrenten geschützt. Und wenn jetzt mal durch ein kaputtes Fenster oder durch eine offene Tür ein Marder ins Haus kam, der war ja ganz erpicht, diese Eier zu fressen. Aber hinter dieser Gase waren die Eier gut belüftet und gut gekühlt. Und so hatte man immer alle Eier, die man brauchte.
Über die Jahrhunderte hat sich nicht nur die Küche, sondern auch das Kochen selbst weiterentwickelt. Was dabei im Kochtopf landet, ist weltweit ganz unterschiedlich und ändert sich auch in der Geschichte des Geschmacks immer wieder. Man kann Krokodilfleisch kaufen, Kängurufleisch, Straußenfleisch etc. Als nächstes kommen ja die vielen kleinen Krabbeltiere, die Insekten, die man auch rösten kann, anbraten kann. Und das erinnert mich daran, dass es vor über 100 Jahren ja auch schon eine Maikäferplage gab. Und diese Maikäferplage haben sich die Leute zunutze gemacht. Man hat die Beine ausgerissen und hat sie in der Pfanne angeröstet und dann gab es eine Maikäfersuppe. Das stand in jedem Kochbuch drin. Dieses Rezept und viele andere sind auch heute noch im Küchenmuseum zu finden. Denn in mehr als 10.000 Kochbüchern der vergangenen Jahrhunderte gibt es fast nichts, das es nicht gibt. Also Donnerstagnachmittag ist immer unsere Bibliothekarin da. Da kann man sich mit der verabreden oder man kann auch anrufen und kann sagen, ich suche das und das. Ein Herr hat sich hier angemeldet und brauchte Rezepte für einen Schwan, hat die auch bekommen. Und dann habe ich ihn gefragt, wie sind Sie denn an die Schwäne herangekommen? Und da sagt er, ja, wir haben in Berlin eine Überpopulation und die Jäger sind angehalten, die Schwäne zu schießen. Sagt er, und ich habe 3 Stück im Froster und die möchte ich zu Weihnachten fertig machen. Und er war im November da, hat die Rezepte mitgekriegt und dann gab es beim letzten Weihnachtsfest Schwan für die ganze Familie. Hört sich für uns ungewöhnlich an, doch so ändert sich die kulinarische Geschichte immer wieder, wie das Küchenmuseum in Hannover mit seinen vielen Beispielen unter Beweis stellt. Noch mehr Videos aus unserer Reihe Wissen exakt findet ihr auf unserem Kanal. Und natürlich freuen wir uns außerordentlich, wenn ihr mal eben schnell auf Abonnieren klickt und uns ein Like gibt.